Schön, dass du heute wieder da bist für ein neues Video unseres Online-Kongresses mit dir und der Welt in eine gute Beziehung sein, frei von emotionalen Abhängigkeit und Bindungsängsten. Heute haben wir als Gast den Jörg Fuhrmann, der schon zum zweiten Mal mit dabei ist. Der Jörg war nämlich letztes Jahr beim Online-Kongress Angst oder Vertrauen dabei. Und schön, dass du wieder dabei bist, Jörg, und damit begrüße ich dich auch recht herzlich. Zu Ja. dem Interview. Danke, liebe Linka, für die Einladung. Danke, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, für das Interesse. Ja, möchtest du dich bei unseren Zuschauern, die dich noch nicht vom letzten Jahr kennen, kurz vorstellen und ihnen sagen, wer du bist, was du machst und so weiter? Ja, das kann ich gerne machen. Ich bin Therapeut und Trainer und Coach und ich arbeite hier im Freirauminstitut, habe das Freirauminstitut gegründet vor vielen Jahren, damals noch in Soest in Nordrhein-Westfalen, habe in Dortmund an der Hochschule studiert, habe dann ja, viele Jahre dort eben die Praxis gehabt und habe dann auch als Trainer für verschiedene Institute gearbeitet, auch als Lehrbeauftragter an verschiedenen Hochschulen unterrichtet. Und bin dann vor 10 Jahren in die Schweiz gegangen, hier unten an dem Bodensee. Ja, und habe das Ganze hier nochmal neu aufgebaut, muss man sagen. So, und ja, habe meinen Schwerpunkt schon sehr früh gelegt, auch auf körperbasiertes Arbeiten. Also in meinem Studium damals, ich habe Sozial Pädagogik studiert und Theaterpädagogik. Das war damals ein Zweitstudiengang quasi, der so parallel lief. Und da wurde schon sehr, sehr viel Körperarbeit damals natürlich gemacht. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Und ja, das hat mich dann so auf die Spur gebracht, eben auch von Körpertherapie, Gestalttherapie. Ich war stark auch unterwegs immer in dem Bereich der Hypnosetherapie. Da bin ich auch ja, sehr aktiv als Trainer gewesen. Und habe im Studium mich auch viel mit Kommunikation und Beziehung ja, beschäftigt, hatte da viele Semester auch Themen ab Paarberatung und so weiter. Ja, und habe dann also ganz viele verschiedene Ausbildungen gemacht, systemische Ausbildungen, hypnosystemische Sachen, dann eben 6 Jahre Gestalttherapie und auch Körpertherapie und bin dann sehr stark in den transpersonalen Psychologiebereich rein, beim Stanislav Grof und Claudio Naranjo. Habe ja auch viele Jahre beim Willige Seeger den Weg der Mystik beschritten, also sprich der Achtsamkeit, Kontemplation und Meditation und bin dann hier unten nochmal stärker auch in das Thema Trauma rein. Da hatte ich damals auch schon 2007, 2008 bei Luise Reddemann das PIT-Training gemacht und habe dann hier in der Schweiz nochmal die Namausbildung gemacht zum Namen-Practitioner und Soma Embodiment und verschiedene Trainings auch rund um Thema Vagus und das Somatic Experiencing. Da fehlt mir aber aufgrund der Corona-Thematik immer noch der finale Abschluss, aber das kriege ich auch nochmal irgendwann hin. Ja, das ist so mein beruflicher Background, ne? Und ich arbeite hier in der Praxis so nach einem eigenen Intensivkonzept. Das heißt, die Leute kommen hier hin, machen hier so ein bisschen Urlaub und gehen ins Hotel. Schalten, wenn es klappt, ihr Handy ab und sind dann hier in den tiefen, tauchen hier in einen tieferen Prozess ein mit mir. Das mache ich schon länger so, weil ich gemerkt habe, das ist bringt den Leuten mehr als diese stundenbasierte Arbeit. Ja, und ich biete ein Jahrestraining an zum Thema eben transpersonale Prozessarbeit, hypnagogisches Atmen, wo es eben ganz stark auch um die vertikale Achse des Seins geht, sprich, wo man dann eben auch sehr stark an dieser transpersonalen Dimension arbeitet. Ja. Genau. Jetzt habe ich viel gesagt. Ja, war sehr viel Spannendes dabei. Vor allem, was mich persönlich immer freut, ist das Thema Körperarbeit und Integration des Körpers. Wenn ich davon höre, dass es so ein wichtiger Bestandteil ist, das freut mich persönlich wirklich sehr. Danke für die Vorstellung. Ja. Möchtest du Im unseren Körper ist ja alles enthalten, ne? Also im Körper steckt, wir sind ja Körper, wir sind ja Leib. Deswegen muss man den Geist nicht über Bord schmeißen, sage ich mal, ne? Das hat man ja so ein bisschen dann in den 70ern gemacht. Da hat man dann gesagt, lose your mind and come to your senses als Gegenbewegung oder auch in den 60ern schon, also als Gegenbewegung zur vorherigen sehr kopflastigen Therapie.
Und ja, der Mensch neigt anscheinend dazu, das Kind dann immer mit dem Bade ausschütten zu wollen und dann bestimmte Dimensionen des Seins, die einfach dazugehören, irgendwie wieder komplett platt zu machen. Und dann muss man das hinterher wieder alles reintegrieren. Also ich bin immer dafür, dass wir so eine Art Mittelweg finden und ja, wo wir dann auch die Polaritäten zusammenbringen können. Wir haben ja jetzt auch so einen starken Trend, wo die Yin-Seite sehr stark betont wird in allen Bereichen, ob das in der Spiritualität ist oder Therapie oder, ne, und das Yang ist aber eben genauso wichtig, ne, wenn man jetzt die Asiaten fragen würde, ne, das, ne, also bei Shiva und Shakti ist jetzt nicht Shiva unbedingt wichtiger, ne, Shakti nicht unbedingt wichtiger, sondern Shiva ist genauso wichtig in dem Zusammentreffen, ne, und ja, darum geht es für mich eigentlich immer, dass man guckt, dass man das zusammenbringt, ne. Ja, das finde ich schön. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß, sondern es gibt auch ganz viel in der Mitte und es gibt nicht die eine richtige Therapieform, sondern es gibt ganz vieles und vor allem dieser Mix, den finde ich persönlich auch ganz Ja, und spannend. das hat auch ganz viel mit dem Thema hier zu tun, zum Thema eben dieser Bindungsangst, weil das Bindung hat ja immer mit Verbinden zu tun und mit in Kontakt gehen zu tun. Und das passiert ja immer auch an einer Grenze. Es kann eine körperliche Grenze sein, kann eine weitere Grenze sein, eine energetische, eine feinstoffliche, kann eine Stimmung sein, eine Schwingung, ja, kann aber auch geistig sein, ne? Und irgendwo, ja, habe ich eine Begegnung an dieser Grenze und das Schwierige für uns ist ja anscheinend immer wieder die Grenze zu wahren und trotzdem auch was anderes noch zuzulassen, ohne sich komplett dann in dem anderen wieder zu verlieren und trotzdem noch sich selbst zu bleiben. Aber dann, ja, eben halt so diesen Mittelweg zu finden, ich sag mal, zwischen Begegnung und eine Mauer hochziehen, ne? So. Ja. Und das macht beides ja irgendwie Angst, ne? Das Alleinesein macht irgendwie Angst und das Begegnen macht auch oftmals Angst. Ja. Ja. Und wie können die Menschen denn zu dieser goldenen Mitte, die du so schön erwähnt hast, finden? Was können wir denn tun, um in der Mitte anzukommen, wo sich's gut anfühlt? Ja, das ist immer eine schwierige Frage, so, weil das eine sehr individuelle Angelegenheit ist. Grundsätzlich würden wir ja sagen, wenn wir das jetzt aufs Nervensystem übertragen, dass es eine Begegnung braucht, eine Situation, einen Raum braucht, der es ermöglicht, dass ich mich sicher fühle mit mir selber und mit dem anderen im Raum und verbunden fühle, gehört fühle, verstanden fühle, gesehen fühle, gewertschätzt fühle. So, und dann kann ich auch sozial zugewandt sein. Das heißt, dann kann ich in meinem ventralen Vagus-Zweig sein. So, und wenn ich in diesem ventralen Vagus-Zweig bin und die soziale Interaktion ist möglich und dann kann ich auch im Hier und Jetzt sein, dann bin ich gegenwärtig, da kann man auch sinnvoll meditieren zum Beispiel. Ja, und dann findet in mir selbst auch so eine Bewegung statt von meinem Kern zur Peripherie und in dieser Ausdehnungsbewegung, da steckt ja auch das, was Reich nannte, Lust drin, das lustvolle Element. Na, er hat ja so ein Modell der drei Emotionen gehabt. Und ja, wenn also jetzt eine Beziehungsbegegnung ja, energetisch hochschwingend, lustvoll sein soll, dann braucht es eben genau das. Und wenn ich aber im Gegenzug mich in der Wegbewegung befinde, aufgrund von Angst, ja, da also in der Kontraktion, also im dorsalen Vagus befinde, ja, ja, kann ich also keine Beziehung aufbauen, ne? Dann habe ich eine Beziehung mit mir selbst in dem Moment vielleicht noch, wenn ich Glück habe.
Aber wenn es ganz schlimm kommt, dann ist man eben am Dissoziieren und kriegt gar nichts mehr mit, ne? Dann ist man halt die Schnecke, die sich tief ins eigene Haus zurückgezogen hat und hat es vielleicht noch nicht mal mitbekommen, ne? Was viele Menschen dann wieder mitbekommen, ist die dritte Emotion, die Reich dann ja beschrieben hat, das ist dann die Wut, ne? Und das ist dann wieder die Rausbewegung, ja, aus diesem, auch aus vielleicht aus dem Shutdown-Zustand, was eben dann die Mobilisierung ist. Aber die Energie geht dann vor allen Dingen vom Kern wieder in die Muskulatur. Ja, und da macht sie dann die Mobilisierung. Und da geht es dann schnell auch in diese Kampf- und Fluchttendenzen wieder rein. Ne? Und da ist also der Mensch, der dann also von Beziehungsangst geplagt wird, der befindet sich dann eben häufig pendelt häufig zwischen Wut und Angst hin und her und kommt eigentlich gar nicht in diese ventral-vagale Verbundenheit rein. Hat möglicherweise eine Sehnsucht danach, aber das fehlt wie, ne? So könnte man sagen. Ja. Genau, und also was das jetzt genau verursacht, dass das nicht da ist, das liegt ja ein Stück weit in vielen Faktoren begründet, die oftmals eben auch, was weiß ich, zum Temperament gehören, zur eigenen Bindungsgeschichte gehören, also auch zur eigenen Traumageschichte gehören, auch zu der transgenerativen Traumageschichte meiner Vorfahren gehören, also auch da, was ich so alles von denen quasi so mitbekommen habe, direkt oder indirekt, genetisch und epigenetisch. Aber das hat natürlich auch mit dem Körper an sich zu tun oder mit dem Geistigen, was gerade noch sonst so los ist in meinem Mind oder ja, verschiedenste Faktoren spielen da einfach eine Rolle. Ja. Auch aus dem kollektiven Feld natürlich, ne? Das haben wir jetzt in den letzten 3 Jahren gut gesehen, ne? Also wenn das kollektive Feld stark von Angst getrieben ist und ja, Androhung von Gewalt und sonst was, ne, dann macht das ja auch was mit dem Einzelnen, auch wenn man sich noch so sehr versucht, irgendwie auf die Mitte zu konzentrieren. Ja. Und wie ist denn deine Erfahrung aus deinen Begleitungen zu diesen Themen emotionale Abhängigkeit und Bindungsangst? Sind den Leuten diese Themen bewusst? Kommen sie auch mit diesen Themen zu dir oder zeigen sich diese Themen auf dem Weg? Oder wie gehst du mit diesen Themen um in deiner täglichen Arbeit? Ja gut, es kommen natürlich schon Menschen, die das klar haben, ne? Dass sie irgendwie wissen, okay, ich habe da ein Thema, da hängt was, da ja, komme ich in Beziehung immer an dem gleichen Punkt. Auch wenn ich jetzt 20 Mal die Beziehung gewechselt habe, trotzdem, das geht ja heute alles auch mit den ganzen Tinder und so geht das ja alles ziemlich schnell. Aber trotzdem komme ich immer wieder an denselben Punkt, sagen oftmals ja dann auch die Menschen, das stellen sie dann auch fest. Und dass es nicht um Mr. oder Mrs. Right geht, merken auch viele dann an einem bestimmten Punkt, sondern ja, dass das Leben irgendwie auch sie auffordert, etwas Essentielles und Existenzielles bei sich selber zu verstehen und zu verändern. Und dass das immer im Außen auch Chancen sind, wenn es da schwierig ist, dass es eigentlich auch Chancen sind, die Emotionen, die dann zum Beispiel hochkochen, immer wieder, die man vielleicht schon kennt, zu verstehen, was da noch nicht abgeschlossen ist, was noch nicht vollendet ist, was noch, ja, also im Englischen sagt man unfinished business ist, was noch unerledigt ist, ne, was unvollständig ist. In der Gestalttherapie sagen wir, die Gestalt, die noch offen ist. Ja. Der Westfale würde sagen, die Baustelle, ne, die noch offen ist. Ja. Und da sind ja eben, also die Affekte spielen da eine ganz wichtige Rolle bei dieser ganzen Vervollständigung, könnte man sagen. Mit denen arbeiten wir dann natürlich auch. Das heißt also, die ganzen Emotionen, die möglicherweise da eine Rolle spielen, sind ja ein ganz wesentlicher Schlüssel und beinhalten eben auch Informationen, eben, ja, man könnte sagen, an das Selbst,
oder vom Selbst auch an die Umwelt. Und das ist ja immer auch ein beziehungsorientierter Prozess. Also das heißt, es ist immer ein Prozess im Wechsel. Also das ist ja nicht, man ist ja nicht losgelöst von der Umwelt, man ist ja immer auch Teil davon. Und für den Einzelnen ist es ganz entscheidend, das auf eine sichere Weise anders erforschen zu können. Das heißt, zu realisieren, wenn ich mich jetzt mal authentisch, spontan ausdrücke mit meinem inneren Erleben im Hier und Jetzt und ich nicht sofort jetzt dafür verstoßen werde, nicht sofort dafür abgewertet werde, etc., etc., das hilft demjenigen ja, dann auf eine nicht regressive Weise seine, in seinem erwachsenen Ich zu bleiben und sein Inneres nach außen zu bringen, in Kontakt zu bringen und eine andere Erfahrung zu machen. Wenn er sonst immer die Erfahrung gemacht hat, er wird dann gebasht und runtergedrückt oder nicht gesehen oder kleingeredet, dann kann er vielleicht auf einmal eine korrektive Erfahrung machen und das ist natürlich selbstermächtigend und erhöht die eigene Handlungskompetenz, kann man sagen. So, ja. Ja. Ja, das ist ja schön, dann diese Erfahrungen zu machen, die uns dann im Hier und Jetzt zeigen, dass wir sicher sind. Ja. Aber was können wir tun, wenn wir zum Beispiel nicht die Möglichkeit haben, diese schönen korrigierenden Erfahrungen zu haben? Gibt es, oder was würdest du den Zuschauern empfehlen? Was können sie machen, damit sie bei sich selber schauen und sich selber sicher fühlen? Da hast du da ein paar Ideen. Weil manchmal ist das Umfeld nicht so wohlwollend oder ähnliches. Wie kann ich da bei mir selber schauen? Was kann ich selber tun? Also, wenn es darum geht, an den Kern zu kommen, dann wäre es gut zu realisieren, was ich denn für Programme auch laufen habe bei der Wahrnehmung oder unbewussten Wahrnehmung auch von Gefahr, also sprich der Neurozeption, wie Porges das nannte, von gefährlichen Impulsen, oder Impulsen, die als gefährlich eingestuft werden von mir und meinem Nervensystem. Das Problem ist eben, wie ich gerade schon sagte, das läuft unbewusst ab und alles, was unbewusst abläuft, kann man nicht mal eben so schnell verändern. Und da wir halt, ich meine, es gibt ja Millionen Tipps und Bücher, was man machen kann, dass jetzt, wir haben ja auch beim letzten Mal, glaube ich, ein, zwei Sachen da drin gehabt, dass man dann langsamer atmet und sich auf irgendwie einen positiven Gedanken oder einen Gedanken konzentriert, der einem irgendwie Sicherheit gibt. Da gibt es ja sehr viele Übungen zu oder sich dann selber contained und hält und spürt und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die gut und schön sind als, ich sag's mal, Foundation, ne? Oder als, um erstmal nicht komplett in das Ding reinzufahren. Aber worum es wirklich dann eigentlich geht, ist mit der Zeit zu realisieren, was mache ich, wie mache ich das, wann mache ich das, wo mache ich das, mit wem mache ich das und vielleicht auch wozu mache ich das im Sinne meiner alten Programmierung, weil das habe ich ja irgendwann mal mir auf die Platte gebrannt oder gebrannt bekommen und dann wiederhole ich das in so einer Endlosschleife. Und da drin steckt ja eine Botschaft. Und ein Grundbedürfnis, was nicht befriedigt worden ist oder nicht ausreichend befriedigt worden ist. Und dieses Unerlöste, ne? Auch die Angst, die dann eben da drin steckt, wenn man jetzt zum Beispiel Verbindungsangst oder so spricht, dann ja, ist da ja auch so eine Projektion im Gange. Also man nimmt etwas aus der Vergangenheit und bringt das nach vorne in die imaginäre Zukunft, die noch gar nicht da ist. Und tut so, als wäre das schon geschehen. Und das ist ja gar nicht der Fall in dem Moment, ne? Und das heißt also, man ruft das quasi ein Stück weit wie selber herbei. Und das hat natürlich dann auch eine Folge auf die ganzen körperlichen Prozesse, auf die Energetik, auf die Atmung, auf die Gedanken, ne? die Emotionen, auf alles, ne? So, und das wird dann mit der Zeit immer automatisierter und wir müssen ein Stück weit ein Verständnis dafür kriegen, wie wir das gemacht haben, also wie wir das konstruiert haben und wie wir das immer Tag ein, Tag aus neu am Leben erhalten, diese Maschinerie.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sonst versuche ich da irgendwie mit 10 Übungen das immer irgendwie in Schach zu halten und das ändert aber eigentlich nichts, ne? Das ist so ein bisschen wie, ich muss mal ein bisschen die Nase putzen. Das ist so ein bisschen wie, wenn du hast, was weiß ich, das Haus an einer Seite am Brennen, ne? Und du sagst ja, da gucke ich jetzt aber nicht hin. Ich mache jetzt mal lieber irgendwie, ach, da draußen ist ja ganz schön. Ach, da brennt es ja nicht, ne? Und da bin ich kein Freund von, ne? Also so auf das Umfokussieren einfach. Ich sage ja, punktuell kann man das mal machen, wenn es sinnvoll ist und dem Überleben grundsätzlich dient, ja. Aber ansonsten würde ich sagen, ist es schon sehr wichtig, wirklich genauer hinzugucken und zu erforschen, wie diese Sachen ablaufen und wozu die ablaufen in jedem Einzelnen. Weil das hat ja alles immer einen Sinn, ne? Also wir machen ja nichts, was nicht irgendwie dem Überleben dient, sage ich mal. Ja, das finde ich auch, dass es da auch ganz wichtig ist, in die Tiefe zu schauen und nicht nur an der Oberfläche zu kratzen. Und das erfordert, ja, finde ich, auch eine Begleitung, auch die richtige Begleitung für einen selber. Ja, das hat auch was damit zu tun, dass man selbst meistens betriebsblind ist, ne? Also, das heißt, man bekommt das ja oft gar nicht mit, wenn man weggeht oder wenn man Sachen wegblendet oder den Moment verlässt oder vielleicht auch wieder eine Übertragung am Laufen hat. Und dafür braucht es den wohlwollenden anderen. Und das ist genau der Punkt auch, der auch in diesem ventralen Vagussystem angelegt ist. Der Mensch ist auch ein Stück weit ein soziales Bindungswesen und sucht eben auch im Außen nach diesem Spiegel oder dieser Resonanz. Und wenn die nicht da ist, das macht auch oftmals eine Unsicherheit. Wenn man natürlich sehr ambivalent gebunden war in der Kindheit und hat dann mit Menschen generell ein Thema, dann können Beziehungen auch immer gleich bedrohlich werden, ne? Also jede Art von Beziehung muss jetzt keine Paarbeziehung sein, kann auch eine freundschaftliche Beziehung sein. Sobald es ein bisschen dichter wird oder enger wird, muss man dann irgendwas machen, dass es nicht mehr so eng ist, weil das schon gleich wieder an das Alte erinnert, ne? Ja. Und ja, aber das wäre dann auch wieder interessant zu erforschen. Ja, Ne? du Da zuerst? kriegt. Ja, nee, also weil dann kommt man wieder da auf des Pudels Kern, ne? Ja, und ich finde es auch wichtig, was du gesagt hast, weil all diese Muster, die zum Beispiel emotionale Abhängigkeit, Bindungsängste, all diese Themen, die spiegeln sich natürlich sehr, sehr intensiv in einer Paarbeziehung, Ja, klar. aber auch in Freundschaften, auf der Arbeit, da gibt es ja auch Beziehungen. Und ja, wenn man dann der Sache auf den Kern geht, dann profitiert man auch in den unterschiedlichsten Bereichen davon. Ja. Auch Eltern-Kind-Beziehungen, ne? Ja. Oder auch berufliche Beziehungen, eigentlich immer, wenn es um irgendwas geht. Und je enger es wird und je existenzieller es auch wird, desto schwieriger wird es dann oft für die Leute, ne? Weil die Übertragung dann auch größer wird. Und was man zum Beispiel natürlich machen kann, um den Vagus zu stärken, das sind so Klassiker wie zum Beispiel das Klangprotokoll, das SSP vom Stephen Porges, das habe ich ja auf der Seite als App. Das kann man da buchen. Das ist also auf der Klangebene, womit man dann ja, den Vagus indirekt quasi stärkt und den Stress rausnimmt, der über Sound kommt oder über Klang oder über Töne. Und das, wo man sich mehr auf diese menschliche Stimme fokussieren kann und dadurch zugewandter sein kann, weil ganz viele Geräusche machen uns Stress im Alltag und wir merken das gar nicht. Das können Küchengeräte sein, das können Staubsauger sein, das kann Fahrstuhl sein, das kann ein LKW draußen sein. Die Welt ist ja voll von solchen Störgeräuschen, die unser Unterbewusstsein häufig bewertet als Gewitter, Raubtiergrummeln, Hilfeschrei, was weiß ich, ne? Und ja, oder Vulkanausbruch oder Erdbeben oder sowas, ne? Und weil es das früher nicht gegeben hat, also in der Vorzeit, ne? Und unser Nervensystem immer noch auf diesem alten Programm läuft. Und das hat Porges quasi entwickelt in seiner klinischen Arbeit, dass man das Nervensystem damit ein Stück weit wieder neu konfigurieren kann, indirekt auch, ne? So, und ansonsten natürlich auch so die ganzen Klassiker, wie kaltes Wasser ins Gesicht, das ist auch sehr gut, natürlich auch Vitalstoffe sind wichtig, ausreichend Schlaf, aber auch Sport, Bewegung.
frische Luft, gute Atmung, ne? Zur Beruhigung, wie gesagt, länger aus als ein. Das sind alles so Sachen, die man grundsätzlich ja auch immer wieder mal praktizieren kann, ne? Yoga, Qigong, Tai Chi, solche Sachen, ne? Viele Menschen haben ja in der Natur auch große Ressourcen. Ja. Ja, und ich finde, es gibt zum einen die Sachen, die wir selber tun können. Das hast du ja sehr schön beschrieben, was wir selber tun, um mit uns in eine gute Bindung zu kommen. Und das ist, finde ich, auch der erste wichtige Schritt. Aber wir können es nicht alleine schaffen, wie du es auch gesagt hast. Wir brauchen andere Menschen. Und dann kommt in einem zweiten Schritt der Kontakt mit den anderen Menschen. Und darüber geschieht auch Heilung, genau, wenn man das Wort so nutzen kann, ja. 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 Ja, und jeder Mensch hat ja so eine Kernangst oftmals, und das ist ganz frühe Kernängste, kann man häufig reduzieren auch auf diese Formel, den Verlust der Bindung oder der Bindungsbeziehung der wichtigsten, ne? Ja. Und ja, das hat man als Kind ja oft so erlebt, ne? Dass man dann ignoriert wurde oder dass dann Gewalt ins Spiel kam und solche Sachen. Und ja, oftmals hat man dann sich anhand gewisser Programme, sage ich mal, drumherum konfiguriert und strukturiert und lebt danach sein Leben und hinterfragt das eigentlich nie. Und das ist eigentlich das, ja, ein großes Problem, weil man die ganze Zeit in der Hypnose, sagen wir dann halt, wie auf Autopilot immer handelt, ne? Wie in Trance quasi. Ja. Anhand dieser alten Programme, die man irgendwo mal gesetzt bekommen hat, ne? Aber wenn die Eltern jetzt, wenn man jetzt im Krankenhaus vertauscht werden wäre, viele Traumatisierte sagen das ja auch, es hat sich so angefühlt, als wäre ich vertauscht worden. Ja, also wenn man jetzt andere Eltern gehabt hätte, will ich damit sagen, oder auf der anderen Seite der Wohnung groß geworden wäre, also hinter der Wand oder beim Nachbarn, hätte man vielleicht ein völlig anderes Programm, ne? Das ist ja auch einfach spannend, ne, das zu realisieren. Total. Ja. Gibt es denn andere Punkte, die du gerne unseren Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest zu diesen Themen? Emotionale Abhängigkeit, Bindungsangst, etwas, was du an dieser Stelle noch gerne teilen möchtest? Ja, ich würde den Leuten gerne Mut machen, dass es ein guter, also ein wichtiger Weg ist. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Also der sich wirklich lohnt, einfach zu gehen. Das wirklich da dran zu bleiben, auch wenn es noch so mühsam ist, und wirklich, ja, damit zu gehen und einfach gerade den Stellen oder den Schwachstellen zu folgen, den Wunden zu folgen, weil dort ist meistens am meisten zu holen. Also dort, wo die größte Angst sitzt oder auch anders, wenn man es auf die Wut geht, die größte Ladung sitzt, ja, da ist also einfach viel Potenzial auch dann enthalten, was eben noch nicht gelebt worden ist oder noch nicht gelebt werden durfte. Und früher hat man dann immer gedacht, in einer eben rein körperorientierten Therapie hat man gesagt, jetzt musst du das halt kathartisch einfach nur abreagieren und dann wird alles gut. Und das weiß man ja heute auch, dass das nicht so ist. Ne? Mhm. Sondern es braucht, wir sagen, also es braucht eine Erhöhung der Kapazität im Gesamtsystem, dass der ventrale Vagus online sein kann und dass dann die Emotionen auch gehalten werden können, ohne dass man gleich überbordet und völlig dissoziiert oder weg ist, ne? Oder abschaltet dann. Oder sich so überidentifiziert damit, ja. Also es geht eher darum, dass man in der Lage ist, das ein Stück weit auch, wie das bei Achtsamkeit eigentlich auch gedacht war mal ursprünglich, dass man den Raum hält und das wie auch von verschiedenen Seiten betrachten kann, ja. Aber das geht eben nur, wenn die Kapazität entsprechend ist. Wenn die nicht entsprechend ist, dann meditiert man wahrscheinlich, wenn man jetzt meditiert, auch nicht wirklich. Ja, dann ist man ziemlich schnell weg, ne? Ja. Ja, und ich finde, um auch wirklich meditieren zu können, also ist meine Erfahrung, dass es mir persönlich auch sehr hilft, wenn ich erstmal in diese Erregung komme, also durch die Körperarbeit, dass ich mich wirklich richtig spüre, weil von 0 auf 100 in die Ruhe und in die Meditation zu kommen, das hilft nicht wirklich. Und deswegen, ja, war das auch so meine Erfahrung, erstmal in die Erregung zu kommen und dann wirklich in diese Ruhe. Und dann kann ich die Ruhe auch wirklich viel mehr genießen und viel mehr spüren, als wenn ich
gleich versuche, in die Ruhe zu kommen. Ja, also das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie man Meditation definiert. Das ist ja, was du jetzt beschreibst, das ist ja der Ansatz von Osho gewesen, der das so gemacht hat, als erster mit, dass er den, weil er gemerkt hat, der Westler ist so voll in der Birne, dass der erstmal in ordentlich Erregung und Wallung versetzt werden muss und dann den Sprung machen kann in die Stille überhaupt erst. Man kann Meditation ja vielleicht auch so verstehen, dass eigentlich alles Meditation ist. Also, dass das gar nicht so entkoppelt ist von einer Handlung, die ich da irgendwo auf einem Kissen mache, sondern letztendlich kann ja, also oder wird ja im Idealfall nachher alles Meditation. Also, ob ich die Gurke schneide oder mit dem Auto irgendwo hinfahre oder mich mit jemandem treffe und unterhalte. Und dann wird es eigentlich richtig spannend, auch in der Begegnung oder Beziehung. Nicht nur zu sich selbst, sondern auch zu allem anderen. Wenn der Hund auf einmal nicht mehr der Hund ist, sondern oder der Baum ist nicht mehr der Baum, sondern man begegnet dem ganz anderen, ja, was da jetzt auf vier Beinen auf mich zugerannt kommt oder was da tief verwurzelt seit 150 Jahren auf dem Fleck steht. Ja, also nicht als Label X, sondern man begegnet ihm in vollem Gewahrsein und voller Achtsamkeit. Das macht ja auch ein großes Fenster auf, ne? Und dafür brauche ich auch eine gewisse Kapazität. Da haben ja viele Menschen auch gleich wieder Angst, sich drin zu verlieren dann, ne? Weil das macht ja eine Tiefe auf auch, ja. Ja. Aber schön, ich merke, wenn du über diese Themen sprichst, dann auch den alltäglichen Dingen oder Menschen in unserem Leben mit dieser tiefen Meditation zu begegnen, die du so, von der du gesprochen hast, merke ich, wie sich mein Brustkorb weitet und wie sich das sehr, sehr gut anfühlt. Also es ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Und ich fand es auch so schön, dass du Mut gemacht hast, dass du den Zuschauern Mut gemacht hast. Da kann ich mich wirklich nur anschließen, wirklich den Mut zu haben, sich auch Unterstützung zu suchen und sich auf den Weg zu machen. Das ist wirklich ein Weg, der sich lohnt. Und dann würde ich auch gerne an dieser Stelle, außer wenn du noch etwas hinzuzufügen hast, Jörg, an dieser Stelle mich auch verabschieden. Ja, danke. Und hast du noch etwas, was du gerne hinzufügen möchtest? Ja, ich gebe gerne auch wieder die Broschüre raus, die Self-Empower-Broschüre. Da sind auch ein paar Tipps drin für mehr Selbstermächtigung, auch ein paar Tools und Werkzeuge. Das könnt ihr euch dann ja einfach mal runterladen und durchlesen. Können wir drauf verlinken. Ja, genau. Das Klangprotokoll kannst du ja auch verlinken dann. Genau. Ja, und dann wünsche ich allen alles Gute weiterhin und viel Spaß auf dem Kongress. Und ja, vielleicht sieht man sich mal irgendwo auf dem einen oder anderen Kongress oder Workshop oder in der Ausbildung vielleicht wieder oder hier in der Praxis. Dankeschön, Jörg, für deine Zeit. Und an dich, lieber Zuschauer, oder dir, lieber Zuschauer, wünsche ich noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Interview.